Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute gucken wir uns Quantum Pepper 4 an. Darauf habe ich mich schon mega gefreut und ja, ich bin mega gespannt, wie es weitergeht und ja, gucken wir mal rein. Ich finde das Intro so geil, wirklich. Aber stellt euch mal vor, Pepper Woods, davon gibt es so ein GTA-Spiel. Das wäre so mega cool, Alter. So ein GTA-Spiel von Pepper Woods, ey. Tja, hätte sich die Mutti einen anderen Job ausgesucht, wäre sie jetzt nicht tot, ne? Also ist die Mutti selber dran schuld, ne? Ist die Mutti selber dran schuld. Und übrigens, wenn eure Freundin schreibt, ich bin gerade auf dem Bahnhof und ihr zurückschreibt, warum so eine Geldnot haben wir nicht, das brauchst du doch nicht machen, ist die falsche Antwort, ne? Das ist definitiv die falsche Antwort. Man sollte dann schreiben, ja, okay, viel Spaß auf dem Bahnhof. Das ist ein Überfall! LCPD! This is your final warning to pull over! Das ist so geil. Open fire! Oh nee, da oben bin ich ja, ey. Wie eklig. Verpiss dich, alles klar? Schieb ab, du kranker Ficker! Ich finde das so geil. Das war doch gerade ein Soundfall von Mad Mario, ne? Oder? Finde ich so cool, ey. So bescheuert. Okay, ja. Also man darf in GTA, ne? Also man lernt ja extrem viel, das finde ich gut. Man darf in GTA, sollte man nicht unbedingt niesen und so stark niesen, dass es aussieht wie eine Explosion, weil da denken sofort die Polizisten, das ist ein Terroranschlag und dann kriegt man mehr als 5 Sterne. Das ist so bescheuert. Alter. Ach du Scheiße, oh nee. Das muss ich verpixeln hier, also da so ein hässlicher Typ hier. Dieser elende Hurensohn! Oh.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Oh, wie geil, ey. Oh, schön wieder die Folge. Area 51. Der Orca war ein Wissenschaftsprojekt. Er war dazu gedacht, um die Wale von der Küste fernzuhalten, nicht um mit ihren kleinen Kreaturen zu reden. Wenn sie nur bei einem die falsche Frequenz benutzen, könnten sie damit Tausende von San Franciscos auslösen. Er sollte gar nicht existieren. Wieder richtig geil gemacht. Hat mir wieder mega Spaß gemacht. Also ich sag noch was. Was ich noch sagen wollte, was mir bei dir aufgefallen ist, was ich ein bisschen schade finde, du musst wirklich gucken, dass du bei deinen Videos mal Text mit einbaust, ne? Weil es ist echt schade, dass die Videos nicht gefunden werden von YouTube. Oder besser gesagt, nie wirklich eingebankt werden, weil du ja keine Text mit eingebaut hast. Also wenn du zum Beispiel GTA-Parodie, GTA-Verarsche, Quentift, Pepper und sowas, wenn du das mit einbauen würdest, werden deine Videos viel besser gerankt und auch viel besser gefunden, weil das ist wirklich richtig cool. Und ich hoffe wirklich, dass du extrem viele Zuschauer noch generieren kannst, wirklich extrem viele das Video noch finden, und ich bin mega gespannt. Ich hoffe wirklich, dass du weitermachst mit der Serie, und ich glaube, wenn du weiter so machst, wirst du definitiv das Jahr noch richtig viele Zuschauer dazu gewinnen, und ich hoffe, ich kann dir damit auch ein bisschen helfen, wenn mein Kanal diesen Jahr auch noch ein bisschen wächst. Ich hoffe, ich kann auch noch ein paar Zuschauer dazu animieren, dass die deine ganze Serie angucken. Ich finde deine Ideen auch richtig cool, also muss ich wirklich sagen, die Ideen sind wirklich richtig cool, die du mit einbaust. Und ja, ich freue mich wirklich mega auf das nächste Video. Auch wenn ich immer noch mega krank bin, das geht mir so auf den Sack. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.